Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und bevor ich jetzt auf die zwei grundlegende Arten von Koi-Teichen eingehe, muss ich sagen, Stefan, geil. Besitzer, Bauer, Erbauer dieses Teiches. Übrigens auch mit einem guten Kinderschutz. Und als wir den ersten Block fertig hatten, und ich hatte ja empfohlen, die Platte etwas weiter weg zu machen, also die Strömungsplatte etwas weiter weg von der Wand zu machen, die hatte ja nur 30 cm circa. Und dann habe ich aber, als ich es gesagt habe, habe ich schon gedacht, oh, da habe ich jetzt einen wieder eine richtige Arbeit. Er hat es sicherlich angeschweißt irgendwie ans PE und jetzt muss der Teich abgelassen werden und riesen Heckmeck. Und vielleicht gibt es gar nicht das Ergebnis. Dann habe ich wieder ein, zwei Samstage gestohlen. Und als ich die Kamera ausmache, sagt er, ach übrigens, die PE-Platte, die ist nur mit Magneten hier an der Führung, an diesem L-Profil aus Stahl befestigt. Und da sind unten an der Platte sind zwei Magnete dran, die können wir gleich weiter wegmachen. Dann ist er dahinter geklettert, sagt er, wie weit? Sag ich, ja, noch 20 cm hinzu, jetzt sind wir bei 50 cm. Dann hat er gesagt, jetzt drehe ich auch gleich noch die Luftstärke, also die war nicht 100%. Und er hat wirklich innerhalb von 10 Sekunden das optimiert, was ich ihm gesagt habe. Und jetzt muss er nur, oder ich nee, das hat er noch nicht gemacht, dass er den Skimmer etwas androsselt. Da muss er jetzt wieder schauen, dass es nachher mit den Niveaus im Filter passt. Also absolut geil. Und wenn man die Möglichkeit hat, etwas variabel aufzubauen, ist es natürlich immer besser, wie wenn es fix ist, wenn es statisch ist. Weil gerade wenn man was einstellen muss, justieren muss. Und wir wissen, der perfekte Teich, das perfekte Wasser, das ist häufig die ganz feinen Stellrädchen. Ja, da kann es sein, dass man so eine Platte um 10 cm verschiebt, sich eine andere Strömung einstellt und plötzlich wird alles viel besser. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir jetzt schon im Block, dass sich was verändert, vielleicht nicht, aber Strömung braucht immer eine Weile. So, welche Arten von Koi-Teichen gibt es? Es gibt die Art von Koi-Teich, wo wir hier sind. Da geht es rein um Koi, um Koi-Haltung, um das Hobby Koi. Das kann man mit einem Aquarium vergleichen. Und dann gibt es die Koi-Teiche, das ist ein Teil der Gartengestaltung. Und man muss sagen, die meisten Leute haben tatsächlich diesen Teil der Gartengestaltung. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt in Japan bin und wenn mir Konishi Bilder zeigt von seinen Kunden oder wir auch schon an Kundenteichen waren bei ihm, dann ist es eigentlich sehr häufig, dass das Teich ist, und irgendwo auf dem Grundstück steht ein Glashaus, bam bam, quadratisch praktisch gut, innen ist ein Koi-Teich, da wo man läuft, ist der Filter drunter und da geht es rein nur um die Koi-Haltung. Da interessiert keine Gestaltung, da braucht es keine Steine, da braucht es keine Bonsai, keine Pflanzen. Und genau so ein Teich hat sich hier Stefan gebaut. Und der hat sogar was ganz Besonderes und das finde ich mega geil und habe es in der Form auch noch nicht gesehen. Und auch das hat er in seiner Bewerbung, dass wir zum Bloggen kommen, hat er reingeschrieben. Er hat eine Koi-Teich-Abdeckung, die er innerhalb von Sekunden auf- und zu machen kann. Und dann habe ich gedacht, naja, bei 20.000 Liter ist das so, wie Olli Rogisch mal im Blog gezeigt hat, dass er da am Rumrennen ist und innerhalb von 5 Minuten seinen 40.000, 50.000 Liter Teich abdeckt. Nee, er hat es viel geiler gemacht. Sie haben vielleicht hinten schon die Wand gesehen. Über die muss man dann halt hinwegsehen, die darf einen nicht stören, würde mich aber auch nicht stören, weil wenn ich hier bin, dann sehe ich meine Koi und schaue nicht das Ding an. Und dann hat er hinten einen Seilzug und er macht jetzt mal auf und zu für uns. Und dann zeigen wir das mal. 3, 2, 1, meins. So, da ist ein Seilzug hinten dran und innerhalb von wirklich wenigen Sekunden ist der Teich abgedeckt. So, und jetzt ist das komplett geschlossen. Hier unten sind jetzt gerade, wahrscheinlich weil Sommer ist, keine Dichtung irgendwie drin. Hier ist noch eine Futterluke, die kann man dann aufmachen. Also wirklich massiv gebaut. Was kostet sowas? 2.000, 3.000 Euro. Und ich muss sagen, im Gesamtkontext ist das schon alles wert, weil zum einen kann man natürlich im Winter abdecken. Dann machst du aber hier unten noch wahrscheinlich irgendwelche Dichtungen dazwischen, ja, oder? Ja. Dass es da aufliegt. Also hier ist jetzt im Moment nichts dazwischen. Aber das braucht es im Sommer jetzt auch nicht, im Winter kommt da was dazwischen. Man kann in der Übergangszeit, kann man tagsüber offen haben und wenn die Nächte kalt sind, kann man zumachen. Also das ist wirklich was Praktisches. Ich würde mal sagen, aber hier ist wirklich alles absolut genial gemacht. Gucken Sie sich das mal an, das sind ja richtig, richtig Fräsarbeiten. Kam das schon so, oder? Mein Nachbar ist Metallbauer. Ah, der Nachbar ist Metallbauer. Ich habe mich jetzt gerade schon gewundert, weil ich kenne die Futterautomaten, die haben wir ja auch. Aber wir haben sowas Schönes nie mitgeliefert bekommen. Ah, das wäre sicherlich auch overpaced. So, also man kann hier wunderbar mitarbeiten. Das ist ein Glashausersatz, variabel. Und man hat dann auch im Sommer nicht dieses elende Glashausklima mit 60, 70 Grad, sondern einfach alles gut. Und hier hinten ist ein Motor, eine Seilwinde oder Seilzug, wie heißt das, Seilzug? Ein Seilzug. Und hier das Gelbe, das kennt man. Das ist die Fernsteuerung, nicht die Fernsteuerung, das ist die Bedienung. Und da drückt man drauf und jetzt machst du es nochmal auf. Und dann ist das wirklich eine coole Sache. Also für alle, die
am Überlegen sind, was sie für einen Koi-Teich brauchen. Wollen sie Gartengestalter werden oder geht es rein nur um die Koi-Haltung? Für Leute, wo es rein um die Koi-Haltung geht, ist das mega geil. Auch hier vorne rechts und links zwei Rollen. Und wenn man es nachts auf und zu macht, dann sind auch die Nachbarn mal wieder wach. Und jetzt zeige ich Ihnen noch hier hinten, wie ihr hier, da sehen Sie oben dran, an der Strömungsplatte die Metallteile und da ist es an dem L-Träger, ist es befestigt. Also eine coole Geschichte, mega cool. Und jetzt schauen wir mal, die Strömung hat sich noch nicht verändert. Vielleicht müsste es doch, und es bedarf eines etwas doch größeren Umbaus oder vielmehr Anfertigung von einer neuen Strömungsplatte. Wenn Sie mal schauen, die Strömungsplatte hat auch nur 25, 30 cm in der Breite und da kommen jetzt hier seitlich die Luftblasen rüber. Also da sollte man das so machen, dass sie zumindest so lang ist, also vielleicht jetzt nochmal 15 cm länger, dass wirklich das ganze aufsteigende Wasser nach rechts abgeleitet wird und nicht diagonal, weil da kriege ich dann hier diese Gegenströmung in dem Bereich und das verhindert eben dann tatsächlich, dass der Schmutz am Boden zum Bodenablauf geht. Aber hier ist für dieses ganze Thema auch tatsächlich die Teichform, was Längen-Breiten-Verhältnis angeht, wirklich nicht optimal. So, also, aber ich bin mir sicher, mit der Ausrüstung, die er hat, wird er das perfekte Setup, das perfekte Setting finden, umsetzen und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch der Teich so perfekt klar ist, wie er sich das sicherlich wünscht. Machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse und schauen Sie mal wieder rein. Danke.